diese Musik, herrlich. Ich begrüße euch, und zwar der Utla ist wieder am Start mit einem neuen Let's Play zu, ihr seht es, Lords of the Fallen. Kommt eigentlich erst am 31. Oktober raus, die Disc-Version habe ich aber heute schon erhalten durch einen, sagen wir, kleinen Bonus. Und ich schaue mir mit euch einfach mal das ganze Konzept dieses Spiels an. Wollen auch nicht lange rumschnacken, ihr seht es hier, ein neues Spiel. Wir haben vier Speicherstände zur Auswahl, und ich gehe kurz hier auf diese Ausrüstungs- Charaktererschaffung sozusagen ein. Wir haben drei unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Magierklassen, die unterschiedliche Effekte in Anführungsstrichen haben, das heißt unterschiedliche Spezialattacken aufweisen. Und das Ganze bezieht sich aber auf die eigentliche Ausrüstung. Man kann das mixen, das werde ich auch nochmal gleich kurz zeigen, aber es ist ratsam, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier wirklich diesen Krieger spielen, ja, dass wir oben dies hier auswählen. Und zwar, da seht ihr auch, der meisterhafte Schläger bewältigt seine Gegner mit sicherer Kraft und mächtigen Zaubern. Das ist eigentlich so das, was man dem Krieger geben sollte. Man kann das natürlich ändern, wenn man sagt, ach nö, das will ich aber nicht, weil ich finde die anderen interessanter, zum Beispiel den hier, weil da kann man sich unsichtbar machen, in Anführungsstrichen. Oder man nimmt den hier, der hat so ein bisschen Heilfunktion, dass man sich schneller regeneriert. Geht das natürlich auch. Aber eigentlich, damit es ausgeglichen ist, nimmt man diese Klasse zum Beispiel mit der Heal Funktion eigentlich, ihr seht es hier, mit dem Paladin sozusagen, weil der hat schon leichtere Rüstung im Gegensatz zu ihm. Ihr seht es oben rechts, der trägt 40 Rüstung, Balancing auf 8, und der hat hier nur 28 Rüstung. Deswegen braucht er auch aus der Magierklasse eher diesen Heal. Man kann ihm natürlich auch diesen Stärke-Zauber geben, aber es ist wahrscheinlich einfacher im Laufe der Geschichte mit den jeweiligen drei Perks auch wirklich so zu spielen, wie sie vorgeschrieben sind. Aber wie gesagt, das finde ich gut. Man kann es mixen, wie man möchte. Wir nehmen jetzt einfach mal den, also den Stärke. Dann nehmen wir hier den Paladin. Bin ich mal gespannt, wie der dann zu spielen ist. Oder Krieger, besser ist es ja momentan. Und hier in der Zusammenfassung wird es dann zusammengemixt. Und ihr seht es, wir sind jetzt Krieger, haben Stärke 11, Vitality 14, der Rest auf 8. Und unten Extras, Heiltränke 2 und so weiter, bla bla bla. Und nur damit ihr jetzt mal seht, dass sich auch was an den Attributen selbst ändert, wir nehmen jetzt einfach mal das, was eigentlich der Kleriker hat, also die Heal-Funktion, gehen auf Ausrüstung. Da, ihr seht, der zeigt da schon an, die sollen wir eigentlich nehmen. Will ich aber nicht. Ich möchte ganz gerne dazu eigentlich meinen Krieger nehmen. Gehen auf Zusammenfassung, und ihr seht es, aus dem Krieger wird, da oben steht es, diesmal ein Paladin. Attribute ändern sich auch. Wir haben jetzt Stärke 10, Vitality 13, Glaube sogar 10, Ausdauer 8, Geschicklichkeit 8 und somit ein, ja, komplett anderes Setup. Und das Gleiche geht natürlich dann auch, wenn wir es jetzt mal hier nehmen. Wir gehen auf die eigentliche Schurkenklasse. Da wird sie auch automatisch angezeigt. Will ich aber jetzt mit meinem Krieger spielen und mal gucken, was daraus wird. Dann wird aus dem Krieger ein Räuber. Ja, und da seht ihr die Attribute, da kriegen wir sogar Glück 1 dazu, Stärke und Vitalität, ja, 10, 12. Ja, das so in dem Groben, das könnt ihr selber dann alles nochmal durchlesen. Hier sind wir auf 11 und 14, und was hatten wir gehabt, wenn wir den hier nehmen, Ausrüstung, Ausrüstung, wir wollen ja den spielen, machen daraus einen Paladin. Und ich würde fast sagen, wir nehmen das einfach mal und schauen uns das Ganze mit diesem Stärke-Buff an, weil jetzt haben wir Stärke 10, 13, 10, Ausdauer 8. Das finde ich ist in Ordnung. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen hier auf diese Klasse, was war da? 11, 14, 8, 8, 8. Ja gut, man hat natürlich dann hier die einzelnen Spezialangriffe. Also hier, der hat zum Beispiel ein Erdbeben, wo dann ein mächtiger Hammer runterkommt, der die Gegner zerschmettert. Der hat so eine Art mächtige Kraft, versetzt die Gegner in Furcht, verlangsamt sie und reduziert ihre Widerstände. Also ihr seht, auch nicht verkehrt. Ich spiele jetzt einfach mal, weil ich es gerne mache. Ich mache aus dem Krieger einen Paladin und hoffe, dass der so gut zu spielen ist. Ich ziehe mich zurück. Wir schauen uns das Video an, was gleich kommt, und dann die ersten Minuten live aus dem Game. Ich bin gespannt, wie es wird, und ja, bin genauso überrascht und hoffentlich positiv überrascht, wie ihr dann hier auch mit diesem Video. Also, bis gleich dann.
gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Okay, alles klar, da bin ich wieder. Ich dachte schon, ohne dass man irgendwie was gespielt hat, muss man jetzt schon den ersten Gegner legen. Man weiß ja noch gar nicht die Tastenbelegung. Aber okay, so, wir sollen uns dem Gegner nähern mit der Älteste. Das mache ich mal, stehe direkt vor dem dicken Boss. Und ja, soll jetzt einfach mal mit R3 ihn anvisieren. Mache ich. Und, oh, er holt schon aus. Einfachster Weg ist die L1 für den Block. Sehr schön. Und dann haben wir R1 zum Schlagen. Nochmal. Und jetzt geht's weiter. Ausweichen, okay. Jawohl. Und für R2 die härteren Schläge. Und das machen wir mal. Aber da bin ich zu weit weg, ja, seht ihr. Dann geht's mal ab. Oh, da habe ich den doch mal weggeschnitzelt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl. Es sieht auf jeden Fall auch schon super aus. Und wie das meinte ich ja mit diesem trägen Laufen. Wir sind halt voll gepanzert. Da gibt es halt nicht, dass der Millionen mal schlägt. Und ich finde es auch gut, dass der so eine Ausdaueranzeige hat. Also die rote ist sozusagen meine Lebensenergie. Die gelbe ist die Schlagenergie. Also wie viele Schläge ich hintereinander wirklich machen kann. Und darunter die lilane ist die Zauberenergie. Wir können dann auch switchen auf Schild hinten, dann habe ich das Schwert komplett als Zweihandwaffe, habe dadurch einen höheren Schaden und kann aber nicht mehr blocken. Jetzt gehen wir natürlich dann so und ihr seht es mal, wenn ich jetzt hier schlage, Achtung, ein Schlag, zwei Schlag, drei Schlag, vier Schläge kann ich normal machen, dann muss er sich erstmal ausruhen. Und?
es gehört, er schnauft auch. Und das finde ich einfach super, weil das ist realistisch. Von den harten Schlägen, mal gucken, kann ich. Eins, zwei, drei, dann ist Schluss. Ja, dann muss ich diese Leiste erst wieder füllen. Also sprechen wir hier mal mit dem alten Sack. Sie ist verschlossen. Ja, dann... Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter. Oder einen Schlüssel. Ach so, ja, da wäre ich natürlich jetzt nicht drauf gekommen. Vielen Dank für diese Information, einen Schalter oder Schlüssel zu betätigen. Okay, aber dann legen wir mal los und wir finden... Oh, was ist hier hinten? Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch, es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge, es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Okay, das sind so Audiodateien, die man halt findet. Den visieren wir jetzt mal an und gehen mal in unseren ersten Fight. Komm her. Ja, komm, was machst du? Da kriegst du erstmal hier locker einen rein, du. So. Alles tot, alles tot. Kann man das hier zerstören? Naja, ich glaube, das sollte man auch immer machen, weil bei solchen Spielen ist es ganz oft so, dass in diesen ganzen Kisten und so, in dieser Umgebung, immer mal wieder was versteckt ist. Deswegen eigentlich immer alles zerstören. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, Block! Alte Schwede! Harter Schlag, zwei, komm! Komm. Oh, ich habe keinen Schlag mehr. Doch, den nehme ich noch. Komm. Jawohl. Stirb! Treten können wir auch. Sehr nice. So. Trampeln wir mal das ganze Zeug. Ja, die Grafik ist auch super. Sieht einfach klasse aus. Da läuft schon eine. Hören wir an, wie sie den holen wir uns. Komm mal her. Locken. Ja, schlag du mal. Und jetzt kommen wir. So. Den haben wir auch gelegt. Sehr nice. Hier liegt wieder ein Audiodokument. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden haben wir schon zwei zulassen. Hier, wir wechseln mal kurz. Die Krankheit uns überwältigt. Zack. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Weg, 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 weg. Wir müssen uns erholen. Oh, oh, oh. Wechseln den Gegner. Komm her, du. Jawohl. Einer ist noch, der holt aus zum Schlag, aufpassen. Blocken, blocken. Dann haben wir sie beide gelegt. Ihr seht, wir kriegen auch immer XP dazu. So, das nehmen wir auch mal. Was ist das? Feuerwiderstandssplitter, okay. Hier hauen wir mal alles kurz und klein. Jawohl, das geht auch. Wunderbar. Oh, was hier? Oh, komm, lass uns mal hier. Eine Geheimtür. Deswegen sage ich, immer alles rollen wir uns durch. Immer alles zerstören. Wir finden unsere erste Kiste. Nice. Leere Flasche für den Trank. Alles klar. Ja, Leute, ich würde natürlich jetzt euch gerne mehr zeigen, aber ihr seht es, die Zeit ist schon wieder um. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder und hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen. Soundkulisse und Grafik einfach Bombe. Der Utler sagt erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.